Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von der Star News. Ab heute wieder mit von der Partie ist der Pat Schreiber. Unser Ausgangsmoderator wird in Zukunft innerhalb von der Star News in alter und frischer Manier euch die heißesten Clubbeats ins Stube bringen. Bevor es aber so weit ist, wollen wir denen, die ihre Osterferien ein bisschen verlängern möchten, kreativ auf die Sprünge helfen. Da kommt unser Reisetipp. Die Menschen auf Sardinien gelten in ihrer Heimat Italien nicht gerade als Typen mit Hang zur Hyperaktivität. Es gibt sogar Sprichwörter über sie, die im gesamten Land das sardische Temperament mit einer gemütlichen und entspannten Gangart gleichsetzen. Deshalb werden sich die Sarden auch wundern über die Aktivitäten solcher Urlauber, die wir ihnen jetzt vorstellen wollen. Ständig wollen die hoch hinaus und das auch noch nur mit purer Muskelkraft und ganz ohne technische Hilfsmittel. Sardinien, die zweitgrößte Insel im Mittelmeer, ist noch immer ein Geheimtipp. Mit einsamen romantischen Buchten, klarem, türkisfarbenem Meerwasser und unberührter Natur lockt sie die Menschen an. Die schroffen Felswände haben es drei Schweizern angetan. Für sie ist Sardinien ein Freeclimber-Paradies und kein Ort zum Chillen. Hallo, ich bin Vincent und ich bin Bergführer und Skilehrer aus der Schweiz. Und ich bin jetzt in den Ferien in Sardinien. Und mache ein bisschen Sportklettern. Ich bin Romain, auch Bergführer und Skilehrer. Auch aus der Schweiz. Auch aus Sidor. Wallis. In Wallis, wir sind Walliser. Die Walliser Boys sind hier heute in Sardinien. Wir singen nicht so gut, aber klettern kann man schon ein bisschen. Und sonst nichts mehr. Hey, Philipp. So, hallo, ich bin Philipp und ich bin auch Skilehrer im Winter in Montana. Und, bist du nicht auch Skilehrer im Sommer? Nein, ich bin Bergführer. Ah, super. Ideal wäre es jetzt natürlich, wenn Philipp die Route durchklettern würde. Das hieße dann den Rotpunkt machen. Aber das schaffen an dieser Wand nur die wenigsten. Warum sind die drei wohl so verrückt aus Klettern? Das ist spannend. Es ist einfach spannend. Warum? So, Freiheit, ja, frische Luft und da, ja, was soll ich sagen? Du gehst, wo du willst, ohne Grenze, du machst deine Grenzen, das ist schön. Hier wird nicht Beethoven dirigiert. Dies ist eine Trockenkletterübung. Das macht man wirklich so. Und später klappt der Freeclimb dann umso besser. Jetzt ist Romain dran. Diese Grotte hat schon so manche Tücke und ist ebenso schwer zu klettern, wie ihr Name auszusprechen. Biti Roskutai. Aber auch Romain nimmt den Kampf auf. Für Freeclimbing braucht man nicht nur unglaubliche Muskeln, sondern auch Nerven wie Drahtseile. Vor 10 Jahren haben Vincent und auch die anderen beiden mit diesem Sport begonnen. Freeclimbing, Hochtouren nicht nur in Europa, auch in Südamerika, Skitouren, Eisklettern, alles, was der Berg eben hergibt. Die gemeinsamen Grenzerfahrungen haben die drei Freunde zusammengeschweißt. Manchmal hängt sogar das eigene Leben vom anderen ab. Ich glaube, die Besten dafür muss in der Schweiz sein, oder? Ja, klar. Ja? Ich glaube, die Bergführer in der Schweiz sind nicht zu schlecht. So, man kann es machen. Ja. Der Abend ist gekommen und damit die Frage, wo übernachten wir heute? Mal nicht unter freiem Himmel, mal in einer Herberge, in einem richtigen Bett, etwas komfortabler. Romain versucht sein Glück bei der Albergo da Luigi. Oh ja, mit Dusche. Bitte mit Dusche, wir hatten so lange keine mehr. Doch vergebens alles belegt. Na, das ist ja eine Überraschung. Onkel Gunther aus Zug hier in Olbia. Zur Feier des Tages serviert Salvatore den berühmten sardischen Schafskäse Pecorino mit Fladenbrot, Pane Carasau und sardischem Rotwein. Naja,
Wenigstens konnten sich die drei Sportler noch richtig satt essen und trinken, bevor die Nacht wieder mal ungemütlich wird. Hat der Käse Romain kurz vorm Schlafengehen neue Kräfte verliehen oder war es doch der Rotwein? Climber sind eben Climber und können es nicht lassen. Ob Philipp ihn auffangen könnte? Gar nicht nötig. Romain macht dieses Mal den berühmten Rotpunkt der Route spielend. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. Ciao. Ciao, grazie. Mittlerweile ist es spät geworden. Die Straßen sind wie leer gefegt und die Schweizer wissen immer noch nicht, wo sie schlafen sollen. Und dann wäre es vielleicht ganz gut zu wissen, wo man vorhin das Auto geparkt hat. Sardinien ist zwar touristisch seit Jahrzehnten erschlossen, kein noch so kleines Dorf ohne Hotels oder Pensionen in jeder Preislage, aber es kann auch höllisch Spaß machen, auf der Suche nach einem kostenlosen Schlafplatz unter freiem Himmel nachts über die Insel zu brausen. Wir haben hier ungefähr 2 Wochen in Sardinien gelebt. Hier sieht es schon eher nach Wildcamping aus. Endlich angekommen. Schlafsack, Luftmatratze und, ganz wichtig, die Kopflampe auf Vincents Stirn. Die Profis sind voll ausgerüstet. Ist das alles, was ein Naturmensch zum Leben braucht? Tief. Ja, wir brauchen Fels und heiß. Schöne Farben. Aber manchmal nicht immer. Auch Schnee, ja. Auch Schnee. Schnee. Ja, Schnee, ja. Tief Schnee. Und nette Leute, gute Freunde, das ist schon nicht so schlimm. Campen verboten? Was soll's? Es gibt doch Schlimmeres. Die drei sind nun mal echt müde und außerdem ist die Bucht hier besonders schön. Romain, Vincent und Philipp leben nach ihrer eigenen entspannten Lebensphilosophie und die ist nicht die schlechteste. Man kann nicht über das ganze Leben sprechen, glaube ich. Ja, da muss man. Wenn wir das sehen, schon jetzt. Das ist der Anfang. Nach Beginn. Ja. Während die Schweizer in ihren Schlafsäcken von der nächsten Felsenwand träumen, beginnt für manch Einheimische schon der Arbeitstag. Die Fischer von Olbia treffen sich zu einem ersten starken Kaffee in der Spianate Calde. Nico freut sich. Er darf heute mit seinem Fischerfreund Mario raus aufs Meer fahren. Doch es wird höchste Zeit, 5:45 schon. Andiamo. Letzte Vorbereitungen vor der Abfahrt. Eine erste Begrüßungszigarette mit dem Fischerkollegen Umberto. Und los geht's. Jetzt wird erstmal das 800 Meter lange Netz ins Meer gelassen. Was haben wir hier? Schiffe mit großer Beleuchtung bedeuten immer Calamari oder Sepias in der Nähe. Mario hat Glück. Ob wir einen guten Fang machen, hängt davon ab, wie still wir uns verhalten. In der Nacht dürfen wir auch normalerweise kein Licht anmachen. Wir sollten nicht mal eine Zigarette rauchen, weil sich die fischfressenden Delfine genau wie die Calamaris am Licht orientieren. Und immer schön ruhig sein. Also? Also hilft es nur zu hoffen, dass die Delfine das Licht nicht gesehen haben. 8 Uhr, Zeit, das große Netz wieder einzuholen. In dem 800 Meter langen Netz sind nur ganze 5 Fische übrig geblieben. Welch magere Ausbeute. Heute haben die Delfine eben gewonnen. Tatsächlich, da hinten sind sie. Die haben Mario alle Fische weggefressen. Doch der Fischer sieht es gelassen. Wenn ein großer Wal, wir nennen ihn immer Moby Dick, in der Nähe, also so 2-3 Meilen von hier entfernt ist, dann haben wir eben Glück. Entweder der Wal verschlingt die Delfine oder die Delfine riechen den Wal und suchen das Weite. An dem Tag machen wir dann einen guten Fischfang. So ist das Leben. Erstmal nach Hause fahren und sich um die Familie kümmern. Heute Abend geht's dann eben nochmal raus zum Fischen. Vielleicht hat er dann Glück und bringt ein paar mehr Kisten mit nach Hause. An guten Tagen holt er bis zu 10 Kilo Fische aus dem Meer. All my family is a fisherman. Meine ganze Familie ist in der Fischerei tätig. Mein Vater kam, als er jung war, aus der Toskana zum Fischen hierher.
Toskana. Rosci Toskana, ja. Er fand es so schön, dass er für immer geblieben ist. Und mir geht's genauso. Ich liebe Sardinien und ich will hier bleiben. Jetzt kommt der entspannteste Teil des Tages. Zu Hause sein im Kreise der Familie. So wie Mario leben hier ein paar hundert Fischer direkt am Meer. Für die kleine Tochter Sandy das Paradies auf Erden mit Pferden, Hühnern und sogar mit einem Esel. Heute gibt es mal ein rohes Ei. Fisch ist ja heute Mangelware. Die Fischerei ist zwar ein harter Job, doch Mario ist ein glücklicher Mann. Was braucht man mehr als Familie und ein kleines Häuschen direkt am Meer? I like it, naturale. Hier draußen gibt's keinen Smog und keinen Stress. Hier ist man in der Natur, hier fühlt man sich frei. Das mag ich. I like, yes. Das alles hat Mario selber gezimmert und darauf ist er sehr stolz. Aus diesem Fenster kann ich sogar eine Angel werfen. Niemals hastig oder gestresst ist der gute Fischermann. Sieh her, Liebling, das ist die magere Ausbeute. Ich fahre sie jetzt in den Fischershop am Golfo Aranci. Für heute wird's schon reichen. Ich bin jung und fühle mich gut. Da fährt er dahin. Und wer will bei solchen Bildern nicht Poet und Fischer sein? Wie Mario auf Sardinien. So, und jetzt geht's wie Anfangssendung versprochen mit einer jungen Party-Ikone weiter. Wenn die Türsteher dann einmal Feuer oben haben, steht er immer noch im Club. Niemand kennt die nationalen DJs, Ski-DJs und die dazwischen so gut wie er. Da kommt ein Patchschreiber sein Party-Break. Unglaublich, aber wahre Damen und Herren, das ist der rechte Partybreak auf Star TV. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind im Garden Club in Winterthur an der Young and Beautiful. Ja, Young and Beautiful ist auch sie gewesen, Alessia, 16, vor wenigen Tagen beim tragischen Autounglück von einem Lenker, der 17 war, um das Leben gekommen. Ich selber habe Alessia persönlich gekannt. Sie war auch bei uns in der Partybreak-Fangruppe. Ein rechter Schlag, als ich es gehört habe. Sehr tragischer Vorfall. Ich hoffe, Alessia, es geht dir besser, wo du jetzt bist. Ebenfalls auch im Auto mit dabei waren Marco und Eliana. Beide jetzt im Koma und beide bangen um ihr Leben. Wir hoffen im Namen des ganzen Teams, dass ihr bald wieder auf die Beine kommt und dass ihr bald wieder besser geht und dass ihr zurück ins Leben kommen könnt. Damen und Herren, passt auf. Wirklich kann man auch erst sagen, wo ihr ins Auto einsteigen. Wenn die Person nicht fahren kann, macht es nicht. Und wenn sie besoffen ist, überlegt es euch zweimal. Ich möchte an dieser Stelle der Partybreak der Alessia, am Marco und der Eliana widmen. Immer noch Young and Beautiful. Willkommen, Mr. Danosso. Ole, ole. Macarena, oder wie geht das? Nein, Danosso. 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 Knall! So, also, wir sind an Young and Beautiful im Garten. Deine Heimat, ja, Winterthur. Was ist so geil an Winter? Ganz einfach, Winterthur. Ich glaube, keine andere Stadt hat so einen geilen Nightlife-Aufbau erlebt wie in den letzten 10 Jahren. Und ich switch drin. Was will ich noch mehr? Jetzt habe ich gesehen, du bist ja jetzt aktuell am Start mit einem neuen kleinen Rolli. Also, neuen Videoclip mit einem kleinen Thanos. Aber wie gesagt, er ist 40 cm groß. Er hat noch 20 Gramm schwer, aber er kommt gut. Er hat noch keinen Namen, den suche ich immer noch.
aber er kommt gut. Wie wär's mit Ronos? Lustig sind. Ja, also das heisst, wir können gespannt sein. Es gibt einen Videoclip daraus. Nicht nur das. Jedem, das ist nur, das ist ganz bisschen vom Ganzen. Heisst, es gibt dann auch so kleine Figürchen wie Schlümpfröner? Ja, ein bisschen grösser, ja. Also wie Barbie? Mal schauen. Er darf nichts sagen! Er darf nichts sagen! Das ist Young and Beautiful aus dem Garden Club in Winterthur mit dem Mr. Danas. Auch heute natürlich wieder eine geile Stimmung hier vor Ort gewesen. Mehr Infos zum Club gibt es auch nicht unter gardenclub.ch. Da gibt es das ganze Line-up natürlich auch vom Monat. Also lohnenswert, um mal hier nach Winterthur zu kommen. So, jetzt gibt es noch etwas ganz Geiles, so passend zu Ostern. Ich bin mir sicher, ihr habt zu wenig Eier. Und zwar dann geben wir natürlich auch etwas drauf zu Ostern. Und zwar verschenken wir exklusive iPhone-Hüllen, iPhone 4 und iPhone 4. Es mit dem eigenen Foti bedruckt. Ja, ich habe per Zufall Knaller. Ja, ja immer eine eigene gerade mal machen lassen. Also, so geht das aus. Man kann die Text nach Wahl einschicken. Wirklich ganz coole Sache. Vielleicht jetzt mit dem Schatz, mit der Mutter, wer das Mami so gerne hat. Ja, es gibt ja so Mami-Dicks und so. Ja, ja immer, ja. Also, wie gesagt, verschenken wir an dieser Stelle. Schicken das Mail an partybreak@startv.ch und mit ein bisschen Glück gehört ihr zu diesen Exklusiven, die ein Foto und einen Text nach Wahl einschicken können und bekommt euch persönlich iPhone-Hülle geschenkt. Über offeriert von fotoblitz.ch. Dort finden wir übrigens weitere 150 verschiedene Geschenkideen, wo man das Foto bedrucken kann. Wirklich ganz eine geile Sache. Ja, und wir legen weiter. Wir haben noch einen Ausgangstipp und zwar Samstag, 7. April gibt es den Pirates Schiffseröffnung in. Ja, wir gehen noch ein bisschen weiter weg in St. Margrethe. Wir ebenfalls live vor Ort. Es gibt eine One-Night-Guitar-Show ab der 7. bis am Abend am 10. Dann haben wir Feuer- und Zaubershow mit dem Pirat Tommy. Wer kennt ihn nicht? Ein Grillblau-Spannferkel. Auch. Es wird, glaube ich, ein bisschen gemein. Ja, Party mit dem DJ Tom G. Pop-Rock-Cover. Das Ganze, wie gesagt, in St. Margrethe. Den Samstag, 7. April, mal Party auf eine ganz geile Art. Voll Parrot-mäßig. Ja, der Mr. Donald übrigens am 18. Mai ebenfalls in der Power. So, viel Spaß im Ausgang, bis nächste Woche zu Rechtsrocking. Tschüss! So viel Star News also für heute. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Dienstag wieder. Star News immer am 7. natürlich nur hier auf Star TV. Ciao zusammen!